is needed. Die Teenager, die sind da locker. Ne, das, und das hat mir einer nämlich, dass das vom Zölibat kommt mit dem ganzen Saugram da. Das, ja, wie soll ich sonst sagen? Sie, das ist doch ein Saugram, dass sie an die Puppe. Und wisst ihr, woher das kommt? Weil das hat bei uns am Stammtisch, wir haben einen Lehrer jetzt neuerdings am Stammtisch. Nein, es ist kein Unrecht. Ne? Aber es ist halt ein Lehrer. Ne? Und der hat das Ding, wie ist das, was sie kriegen, wenn sie mit 55 fertig sind? Burnout. Ne? Und bei so können ja gar nicht. Ne? Na, aber jetzt mal ernsthaft, der hat uns das erklärt. Der hat gesagt, das mit dem Zölibat, das hat mit der Religion überhaupt nichts zu tun. Das hat der Vatikan nur eingeführt, weil sie kurz davor waren, pleite zu gehen. Die durfte früher im Mittelalter all heiraten, die ganzen Priester. Die haben, also nicht nur heiraten, die haben gerammelt. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum war. Nicht, da waren die dran, aber wie die Karnickel. Nicht? Und alles ohne Gummi, natürlich. Oder? Und das Ergebnis natürlich, Kinder bis zum Abwinken. Der ganze Gemeindesprengel war voll mit denen. Nicht? Und da waren uneheliche und ach, ja, wir durften heiraten und Kinder wurden hingekommen. Und jetzt der Haken an der Geschichte war, dass wenn dann der Priester gestorben ist, dann hatte die alle Erbrecht. Den hat dann per Recht, also der Uneheliche, die haben die hinter die Löffel gerät. Und die anderen, aber die Ehelichen, das waren auch noch ein paar Tausend überall. Da haben sie gesagt, die kriegen einen Teil des Kirchengutes. Da haben sie blöd geguckt im Vatikan. Ne? Da haben sie gesagt, wenn wir das ausbezahlen müssen, dann können wir in 100 Jahren dicht machen. Da haben wir mühsam in 500 Jahren zusammengeklaut und alles wieder fort. Und deswegen haben die. Und deswegen haben die dann gesagt, mir verbietet das, also die Rammelei heterosexuell, weil dann kommt ja nichts dabei raus. Es ging ja nur darum, dass das die Vermehrung von Priestern nicht mehr unkontrolliert ist. Ne? Dann haben sie es verboten, heterosexuell und keine Heirat. Vielleicht haben sie dann den Ministrant erst erfunden, dass der Priester noch ein bisschen was mit Rock hat. Nein, das war jetzt nicht vom Lehrer, das ist mir gerade eingefallen. Das also, so war das. Ne? Dass man das in den falschen Hals kriegt. Ne?